Zack, zack. Mann, ich weiß doch gar nicht, wie ich das bauen will. Hätte ich jetzt den, wie hieß das Teil jetzt? Ach man, ich weiß nicht mal, wie der neu bei dem Redstone Sand ist. Damit könnte ich jetzt was, so ein Timer bauen, du musst eine bestimmte Zahl den Knopf drücken, danach geht die Tür erst auf. Okay. Kommt nur raus. Aber man sieht, will ich richtig. Wäre ich gut gewesen, hätte ich mir schon mal einen Plan gemacht, was ich hier unten bauen will. Bevor ich anfange, das abzubauen. Weil ich habe das jetzt abgebaut und überlege gerade, wie baue ich das jetzt? Nächstes Mal 5 Minuten davor, zu der Aufnahme, mach dir Gedanken, was du baust. Das mache ich jetzt mir auch Gedanken. Nein, ich mache mir erst dann Gedanken, wenn ich jetzt irgendwie anfange, das zu bauen. Ich sitze so, denke mir so, was baust du denn jetzt? Ich guck mir das an. Ach komm, dann baust du mal irgendwas dahin. So war die Idee, weil eigentlich wollte ich da eine Burg bauen. Aber ich habe gesehen, diese ersten beiden Türme, die ich gebaut habe, die sehen schon ziemlich scheiße aus. Dann brauchst du doch mal lieber irgendwas anderes, weil für eine Burg sieht das echt mies aus. Naja, deswegen dachte ich mir einfach mal, komm, baust dich mal nach unten. Weil unten hat noch keiner großartig was gebaut, da hast du genug Platz, dann kannst du dich ein bisschen austoben. Ich bin aus, noch 2 Minuten später, gerade so weiter, der Blitz in der Stadt, da steht von Underworld. Ja, das kann passieren. Ja, eine Riesenstadt. Ja. So, okay. Hier ist wieder bestimmt fertig, genau. Dann kann ich mir wieder was reinschmeißen. Dann komme ich jetzt wieder ein bisschen voran. So, jetzt muss ich wieder warten, bis es fertig ist. Mann, das dauert immer manchmal so lange mit dem Stein. Ich habe bestimmt 2 Öfen. Aber ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Map hatte ich so viele Öfen gebaut. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da hatte ich 5 Stück übereinander und davon hatte ich, glaube ich, 6 Stück oder so rumstehen, weil ich aber so viel Stein gebraucht habe. 10 Stück, glaube ich, waren es genau. Nee. Einfach nur eine Steinverschwendung. Underman hatte mal sowas riesiges gebaut. Der hätte mal richtig viel Stein das eine Mal gebraucht. Ich weiß gar nicht, der hatte glaube ich die komischen. Ich habe mich ja durch den Berg durchgebaut und diesen Raum hat da alles volle Truhen gemacht fast. Der hat da richtig ordentlich viele Truhen einmal hingestellt gehabt. Ich glaube, das hatte ich sogar mal als Videobild genommen, glaube ich, irgendwo mal. Keine Ahnung. Oh, das dauert so schön. Ich habe hier 4 3 Endertruhen. Ich habe sogar noch eine in meinem Haus stehen. In meinem privaten Häuschen habe ich eine stehen. Warum hast du so viele? Weiß ich nicht. Eine in der neuen Stadt, eine hier, also in der Stadt hier und dann nochmal im Rathaus sozusagen und du hast noch einen. Also 4 Stück genau. Warum macht ihr eigentlich einen Endertruhen? Wir könnten das doch für den Baustein auch mal nutzen. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber da war ich zu dumm und hab das auch irgendwie gemacht. Ja, ist ja nicht schlimm. Irgendwann werden wir schon das Nersa-Portal, also das. Oh, wie ist das Nersa-Versuch finden? Irgendwann werden wir die schon finden. Neue Staffel, bam. Immer noch nicht. Ja, eine neue Staffel, da werde ich ja gar eine komplett neue Map machen. Also da wird ja komplett nochmal neue Staffel. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Ja, da stell dir vor, neue Staffel, wir gehen rein und dann ist es genauso dasselbe wie mit meiner alten Map. Ich komme sofort in der Nersa-Festung raus. Das war ja auch nicht schlecht. Das war Hammer. Ja, ich bin einfach durchgegangen, auf einmal bam, war ich in der Nether-Festung drinne. Das, sowas, ich dachte eigentlich, das ist normal, dass man irgendwie da rauskommt, aber ich hatte ja übelst Schwein gehabt, dass ich da überhaupt rausgekommen bin. Das hier, nächstes Mal gibst du ein, dein Gamertag, als Seed, da kommen richtig geile Maps. Ich hab mein Gamertag als Seed genommen, das ist eine komplette Schneelandschaft. Ich baue gerne mit dem Fichtenholz. Und es passt irgendwie. Komplett, nur, ganz komplett, nur Schnee. What the fuck? Nur mit Schnee. Man kann da sein Gamertag eingeben? Ja, kannst du. Ich dachte, man kann dann eben nur so Zahlen eingeben. Nein, du kannst auch dein Gamertag eingeben. Dann kommt echt das Nice Map. Okay, das ist nicht schlecht. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich glaube, das mache ich auch mal ganz kurz mit deinem Spiel. Ich will gucken, was rauskommt. Bei mir kriegst du eine Map, die komplett schwarz ist. Einmal nichts. Andreas HD 29 Diamant, danke. Echt jetzt? Du bist eine Diamantentruhe. Ja. Ich glaube, hier gibt niemand was. Das ist. Ja, wir geben hier nicht wirklich viel. Ich bin der Tickste. Der Einzige, der hier immer was geschenkt bekommt, was er nicht braucht, bin ich. Ich krieg alles, was ich nicht brauche. Mach doch nix! Du bist der Host, sagen wir mal so. Der Host braucht alles. Er hat die Rechte. Er kann jemanden kicken, er kann alles machen. Ja, und das mach ich sowieso selten. Ja, kicken tust du eigentlich echt öfter. Ich mach das eigentlich, ich kick eigentlich nur dann welche, wenn sie sinnlos rumbeleidigen. Ja, oder nicht reden, oder mit Kinect. Ja, Kinect. Manchmal geht Kinect noch. Aber manchmal. Ja, komm. Aber es ist so laut. Da ist es so laut, das tut dann in den Ohren schon weh.
Weil einen hatten wir ja schon gehabt, da hast du ja wirklich den Controller. Der Controller war ja schon alleine lauter als ich. In der Aufnahme her, der Controller hat so geknackt. Boah, das waren Ohrenschmerzen, der. Vor allem, das ist immer so laut. Man hört alles, was im Haus passiert. Ja, das hatte ich auch du schon gesagt. Wenn da irgendjemand. Wirklich so, wenn du da irgendwie zu zweit im Raum sitzt, der eine spielt Kinect und der furzt irgendwie. Die anderen hören das in der Party. Das ist wirklich so. Kinect, da hörst du alles. Ich hab noch nie eine Kinect gekauft. Ich hab mir überlegt, soll ich die One holen und dann PC? PC. Ich hab mich für den PC entschieden, weil da muss ich mir nicht immer die Next-Gen-Konsole kaufen. Das ist aber auf PC musst du dir andauernd Grafikkarten kaufen. Und das bei mir geht es, die hat genug Leistung und mein Cousin hat noch 10 immer so einfach nur rumliegen. Ich kann einfach nehmen. Och, das ist natürlich auch toll. So einen kenne ich nicht. Ich kenne einen, der hat schon 10.000 Euro in seinem PC ausgegeben. Aber wenn du den fragst wegen Grafikkarte, da will er den Neupreis haben für. Mann. Ja, wie baue ich das jetzt am besten? Ja, das ist schon wieder so eine Überlegung, die ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Ah, was soll's? Bau uns erstmal einen Berg rein. Der Typ kennst du King Dominic? Ja, da hat er mich auch schon geedit. War auch, glaube ich, auch einer der ersten Abonnenten von mir. Ja, der hat ja sein Headset zerstört. Der hat gesagt, ob er mitmachen darf, aber er macht das Headset aus, weil es hat so ein Rauschgefühl. Das ist das Nachteil. Er würde gerne mitmachen, nur das Problem ist mit Headset. Das rauscht etwas. Achso, ja, ach genau, ich glaube, mit ihm hatte ich auch schon mal darüber gesprochen, glaube ich, weil er war ja, glaube ich, schon mal eine Party drin, als ich das gemerkt hatte. Weil manche. Nein, er war bis jetzt noch nicht drin, er will jetzt erstmal jetzt mitmachen und. Ja, das Problem ist ja nur mit dem Headset, da kann er nicht sprechen. Was lustig ist, Vortex wurde ja von jemandem geedet, der heißt Gomme 908. Gomme HD 908. Find's mal lustig. Ach, komm erstmal voran hier. Warum klauen sie Gamertag von YouTuber? Weiß ich nicht, manche finden den Namen cool. Keine Ahnung. Da musst du die Leute fragen, die es gemacht haben. Okay, jetzt habe ich hier schon mal sehr viel Platz frei. Aber was mache ich jetzt hier? Das ist so die Frage. So viel Platz, aber kein Plan, was da bauen soll. Ich kenne einen richtigen übertriebenen Faker. Der hat seinen Namen so geschrieben. Ich sag den Namen jetzt nicht von dem, der ist auch nicht so groß, der kennt niemand wirklich, gerade so, deswegen sage ich das nicht. Aber der hat ein O in seinem Teil und dann hat er einfach das O gegen den Null ausgetauscht, wie ich mit Vordenker, also diese Null da. Das merkt man nicht, das ist witzig. Ja, genauso wie auch ein größerer YouTuber, einer der größten Let's Player, wo mehrere Leute auf einem Kanal arbeiten. Müsste eigentlich schon bei ihm klingeln, der hat ungefähr 1 Million noch was. Ja, und da gab es zum Beispiel auch einen Account, der hieß wirklich genauso. Oder genauso wie in den Kommentaren manchmal liest von größeren YouTubern. Da heißen mehrere Leute Chuck Norris, exakt gleich geschrieben. Und du fragst dich, wieso können beide denselben Namen haben? Ja, der eine hat nur ein Bild dazwischen und in seinem Video steht in der YouTube-Kanal und alles. Kopiert, alles wirklich kopiert. Ich habe das vorhin verglichen und das stimmt eindeutig. Dann hat er jetzt auf Facebook gepostet, dass man ihn so melden soll wegen Gamertag, weil das ist echt kacke da. Ja, weil das ist mir auch mal aufgefallen, als ich es mal gesehen hatte, hä? Aber auf einmal stand da einer, Chuck Norris, der andere hieß genau Chuck Norris, exakt gleich geschrieben. Wo ich mir dachte, hä? Wie geht das? Und da schreibt der eine zum anderen, hey, du siehst sehr gut aus, ja danke, gleichfalls. Ey, da dachte ich mir jetzt mal, hä? Und, oh, irgendeiner hat gerade eine Fackel platziert, es ist gerade richtig hell hier drin, ne? Ich hab ganz viele Kartoffeln, also bei mir geht die Nahrung auch gerade im Moment eigentlich fast gar nicht runter. Mikashi, meine Bäume. Wie du wieder gesagt hast, alles meins. Mein Schatz. Ach man, ich hab keinen Platz im Inventar. Das ist kacke. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Da war schon wieder ein Fernseher oder irgendwas war da gerade. Ich glaube, Nintendo oder so, dieses Ditte. Das kommt mir richtig bekannt vor. Ich hab da echt keine Ahnung von Nintendo. Also, das letzte Mal, wo ich Nintendo gespielt habe. Also, ich habe hier eine Wii rumstehen, aber. Keine Ahnung, vor 2 Jahren. Ich habe einfach mal ein 3D geschenkt. Ich weiß nicht, warum. Das kommt hier nicht.
Der liegt ganz bei mir. Ich habe auch noch einen N64. Jetzt hör mal auf, wieder die Knöpfe zu drücken. Okay. Oh, da trinkt mich auf, der. Du sitzt hier die ganze Zeit am Ofen, auf einmal hörst du so ein dünn, 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 drückt einer die ganzen Knöpfe durch. Was war das? Oh, das ist also. Oh, ich bin gerade in der Höhle mal wieder. Das sieht geil aus, wenn man hier runtergeht mit. Ey, dieser Typ auch betranken. Ja, Mann, ich weiß auch nicht, Ratten. Ich, außerdem kann man Ratten überhaupt gar nicht platzieren. Du kannst Ranken mit der Schere abbauen. Okay. Ja, wusste ich nicht. Tut mir leid, ich bin jetzt hier nicht der Minecraft-Oberpro. Hier. Ach, hier ist eine Monsterhöhle. Hier ist ein Monster. Du guckst, zack, Monster. Nein! Ein Herz! Oh, ein Herz! Scheiße, ich hab grad geguckt, wer ist denn gerade hier in der Party reingekommen? Und dann fällst du auf einmal runter, ne? Mann, wir haben echt zu tief runter. Wir haben uns echt zu tief runtergebaut. Ich bin nicht mal aus der Hälfte runtergefallen und hatte nur noch ein Herz. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich hab's fast geschafft. Ich hab ein Skelett gehört. Oh Mann. Jetzt hab ich endlich wieder ein paar. Wenn du jetzt gestorben bist. War da gerade ein Pfeil. Hättest du das Level nicht mehr. Ja, ich bin Level 27. Wäre ich draufgegangen, wäre das richtig scheiße. Aber Evi hat hier einen Baum gepflanzt. Jetzt mal ganz ehrlich, was sollte der Scheiß? Wer zum Teufel hat hier einen Baum gepflanzt? Unten oder was? Direkt zwischen meinem Ziegelsteinhaus und meinem anderen Haus. Weil der Baum ist jetzt direkt dazwischen miteinander allem verbunden. Wer auch immer den Scheiß da platziert hat, mach den Mist weg. Tür? Ja? Hast du für mich Knochen? Knochen? Keine Ahnung, ob ich welche drin habe. Ich müsste mal gucken. Ich habe zwei Stück. Hä, so hat irgendwas bei mir rausgenommen oder warum fehlt da oben eine Ecke was? Kann ich die Knochen mir nehmen? Mach das. Natürlich, ich hab's geschafft. Ich bin unten in der Höhle, verirr mich vor. Hab ich noch Holz irgendwo drinne? Diamant noch. Holz. Diamant noch. Holz. Wo sind Diamanten? Ich hab bei mir. Von der Kiste die Knochen. So, was wollte ich jetzt nehmen? Ach ja, ich wollte gucken, ob ich Holz habe. Holz, da habe ich noch 64 Stück. Oh, her damit. Eine Kohle. Ne, lass ich mal hier drinne. Was brauche ich denn noch? Ich brauche eigentlich eine ganze Menge. Na, ich crafte mir jetzt ein paar Truhen. Der Tank ladet sich zu schnell. Der Tank ladet sich zu schnell, bis ich bei dir bin. Ich kann nicht abkürzen, weil ich komme da nicht durch, oder? Ne, schade. Nehme ich das mit oder schmeiße ich das weg? Ach, das Schild brauche ich doch gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit, was nimmst du mit? Was lässt du hier? Obwohl ich noch ein Schild im Inventar habe. Nochmal, Atom, was ist passiert? Warum bist du gestorben? Weil ich mich hier gemordet habe. So, und wieder zurück. Scheiße, zu schnell geladen. Scheiße, zu schnell geladen. Jetzt habe ich ein bisschen umsonst gebaut. Ja, das, siehst du nicht mal, wo die sind, oder was? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die sind. So, und auch wieder nach ganz unten. Was natürlich mies wäre, wenn irgendwie jetzt auf der Treppe so ein Skelett stehen würde, was einen runterschießen würde. Okay, das ist echt mies, ne? Lava-Eimer. Ich hab einen Lava-Eimer. Oh, creep! Fuck! Der Tür, ich hab einen Lava-Eimer. Ey, hau ab damit! Damit kannst Alter, echt jemanden töten, hier unten, ne? Der Tür, ja? Die Leute nerven. Bei neben dein Haus, also ist fast ein Creeper explodiert. Ja, immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass schon wieder mein Haus kaputt geht. Ja. Weil da hat ja schon mal einer seinen Unfug getrieben und hat da mein Haus geschrottet, die eine Ecke. Da muss man es neu bauen, das ist echt scheiße. Creeper sind kacke. Ja, besonders du baust irgendwann mal was, dann geht es durch irgendeinen dummen Zufall kaputt und dann überlegst du erstmal, scheiße, wie hast du das gebaut manchmal? Ja. Da muss ich erstmal wieder dran gewöhnen, ja, das habe ich so. Ach, das habe ich so gebaut. Und dann. Okay, Mikashi. Darf ich mal gucken, wie du dein Haus baust? Also, du baust doch ein kleines Dörfchen. Achso, ist schon wieder gleich zu Ende, ne? Noch 5 Minuten. Und dann kommt dein nächste Part. Nee, danach sind wir fertig. Danach sind wir fertig, okay. Und nächstes ist auch Wochenende. Sonntag wird wieder aufgenommen, 15 Uhr. Ja, da hat es, da war mein Bruder noch hier, der hat dann auch im Internet auf seiner PlayStation 3 was runtergeladen. Und das hat halt das ganze Internet belegt. Das hat geruckelt wie Sau hier. Ich konnte nichts machen. Ich
Genau. Kannst du dann nicht mal letzten Sonntag? Also letzten Sonntag konnte ich nicht aufnehmen, ne? Das ging nicht. Deck. Ich schwebe in der Luft, ich tanz einfach. Okay. Ja, ich hab auch schon mal gehabt, dass bei mir einfach irgendeiner Luft geschweben. Weil es bei mir einfach irgendeiner Luft rumgeschwebt ist, weil einfach der Schank nicht geladen hat. Hab ich auch schon gehabt. Ja, das ist feier, ich finde das so nice. Früher ging das jetzt nicht. Deswegen macht mir jetzt irgendwie, wenn der Schank nicht ladet, irgendwie macht echt Bock. No, das hat jemand Kohle? Ja, ciao. Mann, ich schwebe ein Schaf in der Luft. Ach, so, ich schwebe ein Schaf in der Luft. Genau. Mann, mach erstmal die Scheiße hier um. Ey, Satir. Ja? Hast du Fackeln? Fackeln habe ich glaube ich nur ein paar Stück, aber nicht viele. Ja, kannst du mir geben, ich komm zu dir. Nee, brauchst du, weil ich brauche meine Fackeln auch selber hier unten in der Ecke. Weil es ist doch schon ziemlich dunkel in der Zeit hier. Weil die verlieren mal noch richtig weiterbauen. Nur ich bin gerade am überlegen, wie ich weiterbaue. Vor allem, was könnte man hier bauen? Bin ich gerade bei dir? Weil ich würde irgendwie sagen, dass ich irgendwie so eine Art Ausguck baue, aber Ausguck, was bringt dir das, wenn du hier unter Wasser, unter der Erde bist? Statue. Ich brauch so unbedingt Kohle. Ich hab schon eine Statue von der Tür. Oder ich baue hier so ein riesiges Gefängnis rein. Hat jemand zufälligerweise mein Inventar eine Spitzhacke mit Wutsamkeit 1 drauf? Also drin. Jetzt hilft die nämlich. Ich hab eine mit. Achso, du meinst mit Behutsamkeit 1 und Effizienz 4, ne? Ja, die hab ich eingesammelt. Ja. Die hab ich im Metall drin, ne? Behutsamkeit? Wem gehört die? Behutsamkeit? Hat jemand Essen? Hat jemand Essen? Mikashi, war das deine, oder? Ja, hat gut, jemand dann Essen? Komm mit. Mikashi, ich versuch grad zu deinem Bus zu kommen, aber hier ist. Hat jemand Essen? Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Kann jemand mir essen? Na, geh mal weg. Geh doch mal alle weg hier. Ich will ihm gerade seine Waffe wieder geben und alle rennen hier mitten auf den Haufen rum. Jetzt komm mal hier in die Ecke. Mikashi, komm mal hier in die Ecke. Da ist er. Danke. So, gut, dann kann ich jetzt immer wieder weiterbauen. Was soll ich jetzt hier reinbauen, Mann? Ich überleg die ganze Zeit schon. Na gut, ich habe jetzt erstmal wieder eine Woche Zeit, bis ich was einfallen lassen kann, was ich hier baue. Ich habe erstmal wieder Zeit. Wo alles steht, was ich machen wollte. Wir haben noch 4 Minuten. Na, noch 2 Minuten. Oh, letzte Minute im Laufen, ne? Letzte Minute. Oh, mein. Dann kann ich ja noch ein bisschen Stein abbauen. Mehr brauche ich ja nicht. Farm ich noch ein bisschen Stein, einfach so aus Langeweile. Habe ich schon mal ein bisschen mehr abgebaut, wie ich in der nächsten Folge irgendwie auf die Idee komme, was ich bauen könnte. Ich will mir überlegen, baue ich mir jetzt in Gefängnisse rein oder baue ich jetzt irgendwie riesige Stadt? Nein! Ach, da ist einer abgeschmiert. Der ist einer abgeschmiert. Ich lade mal so und da fliegt der Latsch nach links und ich und dann fliegt. Er kann niemand keine Sachen aufheben. Da schmiert der einfach ab. Das ist gefährlich, der Weg nach oben, ne? Der Weg nach oben ist gefährlich jetzt. Ey, ich bin aus Versehen umgeflogen. Ich bin aus Versehen umgeflogen. Bau doch hier eine Statue hin. Nee, eine Statue brauche ich glaube ich nicht. Ich guck mir ja bei Minecraft, da habe ich mir schon überlegt. Ich guck mir ja auf jeden Fall bei Minecraft so eine Videos keine an, Sache aufheben, okay? Wie man eine Statue baut bei Minecraft und vor allen Dingen wie eine coole aussieht. So eine etwas kleinere. Tür, ich habe eine Statue gebaut, aber nicht. Fuck. Nee, ich will so eine. Ich habe schon ungefähr so eine Ahnung, wie die vielleicht aussehen könnte, aber ich muss gucken, wie groß die näher ist. Ne? Nicht, dass ich eine irgendwie so ein Ding baue, was 100 noch was Blöcke hoch ist. Das hier, meine Statue, die ich mal gebaut habe von dir. Achso, nee, die baue ich hier ganz bestimmt nicht rein. Das wird ja ewig hier dauern. Ey, hat jemand meine Sachen aufgehoben? Nein, niemand. So, ich würde mal sagen, okay. Eine Wand mache ich noch weg, danach mache ich die Folge, dann beende ich das dann hier. Sind die noch da? Sind die noch da? Ja. Die respawnen erst nach 5 Minuten. Scheiße, ich schaff nicht mehr die meine Ziegel, meine Schornstein zu bauen. Ja, musst du wohl das nächste Mal machen. Musst du halt im Kopf behalten, was du machen wolltest. Ja, das vergiss ich so. So, und ich bin fertig und ich beende die Folge. So, könnt ihr gleich alle rausgeworfen. So, seid ihr alle bei eurem Haus oder so? Aua! Wo auch immer ihr hin wolltet. Dein Helm ist kaputt! Hör auf mich zu schlagen jetzt. Weil wenn du jedes Mal, wenn du mich schlagst, jetzt ist mein Helm kaputt. Danke. Danke. Danke, jetzt ist mein Helm kaputt gegangen. Danke. Du musst ihm einen neuen geben. Ich hab doch gesagt, mich nicht andauernd schlagen. Meine Rüstung ist schon fast Schrott.
Aber nein, manche können ja nicht hören und verpassen mir trotzdem noch ein paar Schläge, bis meine Rüstung Schrott ist. So, auf jeden Fall, haut rein. Ich schmeiß jetzt alle raus. Und tschüss. Ciao, 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 ciao.